bei BMW zu arbeiten, erfüllt mich schon mit Stolz. Zu Beginn meiner Ausbildung hätte ich mir nichts Großartigeres vorstellen können, was für mich hier wie ein zweites Zuhause geworden ist. Man hat Spaß bei der Arbeit, freundliche Mitarbeiter und hat schöne Perspektiven nach der Ausbildung, sich weiterzuentwickeln. Ich war selber Auszubildender, jetzt bin ich Ausbilder und mir macht es einfach Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen an die Auszubildenden weiterzugeben. Also ich fand BMW schon immer ziemlich cool, ich fand die Marke sehr sportlich. Und dann gab es von der Schule aus ein Betriebspraktikum und es war traumhaft. Also es hat mir alles hier so wunderbar gefallen. Dann habe ich das Abitur, ja, ich habe es nicht gemacht, um hier meine Ausbildung starten zu können und ich habe es nicht bereut. Also in meiner Ausbildung mache ich kleine Projekte. Ich ätze sozusagen die Platinen für die Projekte, löte dann die Bauteile auf die Platinen und prüfe dann, ob sie funktional sind. Wenn wir im Werk arbeiten, ist es so, dass wir zu den Störungen hingehen und dann schauen, wo der Fehler liegt, ob die Schutzeinrichtungen so auslösen, wie sie auslösen sollen und ob Spannung anliegt oder nicht. Wenn wir dann die kaputte Leitung oder ein kaputtes Schütz gefunden haben, wechseln wir die und im Endeffekt sieht man dann wieder, was am Ende rauskommt, dass die Produktion nämlich läuft. Am spannendsten an meinem Beruf finde ich alles, was mit Verdrahtung zu tun hat. Und auch gucken, dass die ganzen Programme, die die Anlagen steuern, auch weiterhin so funktionieren, wie sie sollen. Mit seiner Arbeit gibt man einen großen Teil an ein riesiges Unternehmen weiter und man kann sehen, was man am Ende des Tages an Arbeit geleistet hat. Als Ausbilder versuche ich meinen Azubis die kleinen Kniffe zu zeigen, damit sie ihre Projekte eigenverantwortlich lösen können und versuche, die Eigeninitiative der Azubis zu fördern. Als Elektroniker hat man die Möglichkeit, an modernsten Anlagen zu arbeiten, Robotertechnik, Automatisierungstechnik. Seine Aufgaben bestehen darin, dass er diese Anlagen aufbaut, programmiert, instand hält und gegebenenfalls auch auf Fehlersuche geht. Die Atmosphäre ist total entspannt und familiär. Also man fühlt sich hier leicht zu Hause, wenn man hier ankommt. Wir geben uns gegenseitig Rückhalt. Es ist ein sehr harmonisches Arbeitsklima und wir können uns auch darauf verlassen, dass wir immer füreinander da sind. Und es ist einfach nur schön. Damit unsere Azubis von Anfang an der Ausbildung Spaß gemeinsam haben und sich kennenlernen, fahren wir ganz am Anfang der Ausbildung zusammen ins Grüne und machen da Teambuilding-Action, um das Zusammenwachsen der Azubis zu fördern. Nach einer Ausbildung bei BMW steht einem die Welt offen, man hat endlos viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel den Meister machen, den Techniker machen, studieren oder sogar für eine Zeit ins Ausland gehen. Also ich bin hier glücklich geworden.